Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wiggles. Jo, 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 was steht an? Was müssen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall mehr Gänge graben. So, Moment. Ich wollte gerade hoch scrollen, habe aber die falschen Tasten benutzt. So, mehr Gänge, mehr Höhlen brauchen wir definitiv. Ich weiß gar nicht, wo lang, aber... Ich glaube, ich werde einfach hier jetzt weiter Gänge graben. Nach rechts. So. Und das müssen immer die tun, die gerade Freizeit haben. So, graben. Graben. Du auch. So, okay. Dann... Schauen wir doch mal hier nach. Was passiert hier gerade? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein Bad. Genau. Ein Mittelalterbad. Hier fehlt uns noch immer irgendwas. Deswegen geht's nicht. Da sind unsere lieben Raupen, die wir letztens gemacht haben. Ne? Die Raupenfarm haben wir erstellt. So, was haben wir denn hier eingepackt? Den Hauklotz. Den Hauklotz haben wir hier abgebaut, weil... Ja, weil. Wieso eigentlich? Oh je. Oh, ich hab's mir nicht gemerkt, verdammt. Mist, 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 Mist. Alter, die haben hier schon wieder alles abgeschmissen. Oh, ich krieg die Krise, ey. Was für eine verdammte Taste war das? Oder ist es dieser Bug, von dem Georg mal gesprochen hat? Oh, ich dreh durch. Ich dreh durch. Jetzt kann ich erstmal allen wieder ihr Zeugs wiedergeben, ey. Boah. Ip. Du nutzloser Freak. Nimm dein ganze Kram wieder. Oh, das ist total nervig, ey. Wenn ich das jedes Mal neu machen muss, wenn ich in der Aufnahme starte. Boah, das nervt wirklich. Weil dadurch erstmal die ersten 10 Minuten hier... voll drauf gehen und wird das wieder einsammeln. So, Ip hat da auf jeden Fall die ganzen Ringe hier. So, eine Kiepe kannst du dir aber auch nehmen. So. Okay, reicht. Du hattest kein anderes Zeug. So. Wer zum Henker ist noch nackig? Jeffrey. So, Jeffrey nimmt sich den Hamster und die Kiepe dann da. Wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Da oben. Okay, er kommt. Boah, das ist so ärgerlich. Weiß ich nicht. Wenn das beim nächsten Mal auch passiert, dann werde ich das, glaube ich, erst danach die Aufnahme starten. Nachdem ich alles wieder eingesammelt habe. Ah, das ist ja echt ein bisschen kacke. So, was liegt hier noch? Eine Keule? Gut. So, und Daniel hat alles. Lola, Misha, Valeska, Ahmed auch, Samira. Alles klar, gut. Okay, dann hat es jetzt mal nicht 10 Minuten gedauert, aber es war trotzdem nervtötend. So, weil ich eigentlich überlegen wollte, warum ich diesen Hauklotz da abgebaut habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte da irgendwas anderes rein... Bappen. Nur was? Scheiße, ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwas anderes dahin bauen. So, den Hauklotz wollte ich, glaube ich, an die Seite bauen, weil wir den ja eh momentan nicht so wirklich brauchen. Stelle ich den da rein. So. Jetzt gucke ich mal kurz hier, was wir hier noch haben. Grenzstein, hier ist schon das Mittelalter-Schlafzimmer. Wollte ich das da vielleicht aufbauen? Ich kann es mir gut vorstellen. So, die Schreinerei hatten wir doppelt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass ich das da hinbauen wollte. Und wenn nicht, ich mache es einfach, wenn es denn hier reinpassen sollte. Sieht aber irgendwie schlecht aus. Okay, es sieht sehr schlecht aus. Da brauchen wir jetzt wirklich, wir brauchen ganz dringend größere Höhlen. Es geht so nicht weiter.
Okay, das heißt, ich muss hier wirklich mehr Höhlen machen. Wenn ich das jetzt wieder alles nach oben verlagere, ist natürlich auch ungünstig. Muss ich mal sagen. So, von hier ist ja eh keine Gefahr mehr aus. Da. Aber so weit nach unten will ich es eigentlich auch nicht machen. Also bleibt ja nur hier oben. Wisst ihr, dann mache ich das auch hier oben einfach jetzt hin. So. Was macht der Gang? Jungs? Ach, ihr habt schon gegraben. Ach ja, je, okay. Verstehe. Hast du was zu tun? Nee, hast du nicht. Komm her. Jetzt warte aber schnell. Was ging das Kram so schnell? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, was liegt da? Nur Pilze? Ja, steck mal erstmal ein. So, und da ist auf jeden Fall ein Gang. So, und die schicke ich jetzt erstmal wieder zurück zu einer Feuerstelle. Erstmal eine finden. Ich muss echt nochmal eine neue Feuerstelle machen. Ja, wir haben hier keine mehr. Gut, dann werde ich hier auf jeden Fall meine Feuerstelle eingeben. Wo ist das? Da, Feuerstelle. Und danach auch wieder die Grillpilzchen. So. Hier ist auch nichts mehr los. Die haben alle schon eine Keeper, ne? So, Margret, wo bist denn du? Ach so, du sammelst. Okay. Du lagerst ein. Ich wollte schon sagen, warum hast du jetzt so viel in deinen Taschen? Das Mittelalterbad ist auch fertig. Okay. Okay. So, kümmert sich denn schon jemand hier rum? Nee, natürlich nicht. Da muss ich jetzt wirklich die nehmen, die gerade Freizeit haben, weil sonst funktioniert das Ganze jetzt nicht. So, zumindest so ein bisschen. So. Dann dürfte es relativ flink vorangehen. So, und wo ist jetzt der Dinger? Da ist er, oder? Sie? Nee. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, wen ich hier wieder hingeschickt habe zum Feuer. Und Dean! Warum bist du so nackig? Das verstehe ich schon wieder nicht. Wo kommt sie gerade her, frage ich mich vor allem, dass sie so nackig ist. Ich meine, hier steht jetzt nur eine Holzkiepe. Das kann nicht sein. Wo hat sie jetzt ihr Zeugs abgeworfen? Boah, ey. Flip hier aus regelmäßig. Gut, dann weißt du was, dann ist mir das egal. Dann bist du eben nackig. Hab ich jetzt auch keine Lust drauf hier. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall hier die Höhle bauen und dann gucken, dass wir hier dieses Mittelalterbad und Bett und was auch immer ich da gemacht habe. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier das da, das Bett, das Schlafzimmer, genau. Und vielleicht auch das Bad, was ich nicht glaube, aber vielleicht passt es ja da rein. Und dann möchte ich hier auch noch ein Lagerfeuer vielleicht hinmachen. Hätte was, wenn das passen würde. So, was ist mit ihm hier? Transportiert, okay. Liegen ganz viele Steine-Zeugs rum und so. Ich glaube, ich muss wirklich alles, diesen überschüssigen Ballast, den manche bei sich haben. Er zum Beispiel. Ah, okay, er ist aber gerade am Ackern. Margret, du auch. Du kannst das mal hier wirklich einfach hinschmeißen. Das ist nicht gut, wenn die so einen Scheiß mit sich rumtragen. So, okay. Wie gesagt, Yusuf kann ich jetzt gerade nicht. Micha, Lola, ich muss jetzt echt nochmal kontrollieren hier. Eudoxia. Eudoxia hat auch hier so ein viel Scheiß. Warum hast du so Steine in deinem Invent?
Inventar. So, pack die einfach mal raus. Besser ist es. Deike und Florence. Hat auch noch. Was ist das denn hier? Hochstein. Aber wo ist Florence? Erstmal gucken. Da. Ganz ehrlich, diese Karte, die brauchen wir doch jetzt auch nicht mehr. Oder? Das war doch nur. Ja, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Pack die mal hier irgendwo hin. Also jetzt hast du deinen Stein nicht weggeschmissen. So. Okay, dann, Yusuf, seid ihr noch am Ackern? Ja, natürlich, ne? Das wird eine Weile dauern. Okay. Eigentlich kann ich mir dann Gedanken darüber machen, was wir als nächstes noch so erfinden müssen. Mhm. Ja, sie wollen jetzt auch noch anderes essen, ist ja klar. Sie sind ja sehr bescheiden, die Wiggles. Hm. Okay. Also wir haben jetzt Mittelalterbad und das Schlafzimmer. So, das mit dem Industrie können wir noch nicht. Was ist das hier? Industriebad, das könnten wir schon. Bringt jetzt aber nichts, weil ich jetzt erstmal Mittelalter da mache. Das ist mir erstmal, ne? Eins reicht. Mittelalter Küche, gleich das. Da können wir vielleicht andere Sachen noch kochen für die Wiggles, weiß ich nicht. Mal sehen. Vielleicht brauche ich denn gar kein Lagerfeuer mehr. Ersetzt es das? Bin ich mir nicht sicher. Na gut, erstmal muss hier fertig werden. Und ich glaube, ich nehme mal noch ein paar andere mit ins Boot. Die jetzt Freizeit haben. Und die vielleicht mal die anderen ein bisschen unterstützen. Und vielleicht die. Ah, nee. Ip. Henning. Weiß nicht, ob der hier schon ist, aber so. Dann sollte das ganz schnell fertig sein. Da kommen sie alle. Okay, hier wird ein Stück leichter. Den Rest müssen sie klettern. Okay. So, aber wenn sie erstmal auf ihren Hamster drauf sind, dann geht es ja schneller. So. Und der liebe Georg mal meinte noch, weil ich immer so viel Angst habe, dass die Wiggles schon bald sterben, dass man das vorher sieht. Also die werden wohl auch älter. Also die sehen dann so wie Greise aus, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird, mit vielleicht irgendwie grauer Bart oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll man vorher noch den Wiggles ansehen, wenn sie halt ins betagtere Alter kommen. Von daher brauche ich mir, glaube ich, erst ab dann Sorgen machen. Oh je. Okay. Also jetzt haben wir es gleich geschafft. So, kann man dann das schon dahin bauen? Moment. Lager. Was machen wir denn zuerst? Bad oder Bett? Also Schlafzimmer oder Bad? Ich würde mal sagen Schlafzimmer. Damit sie ein bisschen Besseres zum Pennen haben. So, weil hier könnten wir das jetzt schon hinbauen, ne? So dicht wie möglich ist immer gut. So, das sieht so süß aus mit Mond und Sterne. Schön. So, dann haben wir das Mittelalter-Schlafzimmer. So, hier wird die Küche vorbereitet. Hm. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal noch mal ganz kurz gucken, was denn hier schon als an Essen alles gelagert ist. Auch so ein paar Sachen sind hier drin, das ist gut. Das ist sehr gut. So, hier liegt noch Zeugs rum. Noch ein paar Pilzchen. Nicht so viele. Bald sollte ja die Küche auch fertig werden. So.
Okay, hier ist gleich geschafft. Schön, wie sie sich alle auf diese eine Seite stürzen, anstatt sich mal ein paar aufteilen. Das wäre sinnvoller. Jetzt müssen sie wieder alle darüber kraxeln. Das machen sie auch, garantiert alle. Hm. Gut, das ist jetzt totaler Unsinn. Ihr könnt was anderes machen. So, sie sammelt hier wieder fleißig. Okay, damit ist die Höhle fertig. So, mal gucken, was sie jetzt machen. Okay, ich denke mal, sie werden jetzt, ja, ein paar haben mal einen großen Hunger. Ist ja klar, die haben jetzt ganz schön lange geackert, einige von denen. So, ein paar haben was mit, die essen gleich hier. Und der gute Florenz kümmert sich schon mal um das Schlafzimmer. Und dann wollen wir uns natürlich hier nicht lumpen lassen und auch gleich mal das hier auspacken. Nee. Na, das Bad neben... Och, das ist aber süß. Das ist ganz klein. Das Bad neben dem Schlafzimmer. So. Dann könnt ihr hier noch locker eine Küche hin, ne? So. Ich wollte da gerade reingucken. Was ist denn das da für ein... Ist das ein Bild oder soll das ein Fenster darstellen? Nee, das ist ein Bild, okay. Okay, okay, ein Bild. Jetzt haben wir schon einen Schrank, wo auch irgendwas draufsteht. Ich kann es aber nicht erkennen. Vielleicht eine Art Wecker oder so. Und ein Bett. Oh, was für ein Komfort. Ein Bett. Gott, wie viele Schlafzimmer muss ich denn da bitte bauen? Ich meine, da können da bestimmt wieder nur einer drin liegen oder so. Ja, und hat er sich jetzt aber auch verdient, ne? Er hat sich sein Bett jetzt selbst gezimmert und ja, darf sich dann natürlich auch hinlegen. Oh, ist das schön, ne? Wenn der jetzt nicht gut schläft, da. Steht da eigentlich was dazu? Ah, Stimmung, Steine, Holz, Bautransport, Nahrung. Nö. Aber ich denke mal, dem geht's jetzt gut. Und dann kommt hier das Bad. Die Küche, denke ich mal, die wird noch nicht fertig sein. So, nee, so halb fertig, würde ich sagen. So halb fertig, ja. Okay, dann haben wir jetzt dann gleich die Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer. Dann bräuchten wir jetzt nur noch das Wohnzimmer, dann hätten wir das komplett. Ja. Mach ich. Gott, dann müssten wir hier eigentlich theoretisch auch gleich noch eine Höhle machen. Aber wir müssen auch noch weitere Gänge graben und hier mehr erkunden, ne? Also hier geht es ja auch hoch. Da packe ich vielleicht einfach eine Leiter ein oder so. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich nehmen soll, weil die gerade alle so viel geackert haben. Ich glaube, das werden wir auch erst denn in der nächsten Folge tun. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Mittelalterbad. Ich kann da nichts machen. Also nichts auswählen, das werden die einfach von alleine nutzen, denke ich mal. Guck mal da bitte zur Seite. Ich muss mal kurz gucken. Okay, dich daran können wir nicht. Ja, gut. Wird aber, denke ich mal, seinen Sinn erfüllen. Oder seinen Zweck. So, entschuldigt, da hatte ich gerade schon wieder einen Hustanfall. So. Habe ich natürlich weggemütet. Okay, 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 okay. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall nichts, was ich jetzt hier spontan aufbauen möchte. Ich möchte jetzt wirklich hier noch auf die Küche warten. Da ist sie fertig. Ach, das passt ja perfekt. So. Die muss jetzt unbedingt... Ich hoffe, die braucht keinen Strom. Dahin. So. Und während dann hier jetzt gleich noch die Küche aufgebaut wird... Oh, 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 oh. Da ist doch jemand drin. Da ist jemand im Bad.
Die Samira. Nette Unterwäsche hat sie an. So ihr Badeoutfit. Okay, sie ist geduscht. Ja, schön. Ja, da freue ich mich, wenn es jetzt meinen Wegels dadurch wieder ein bisschen besser geht, ihre Stimmung sich wieder hebt. Finde ich das klasse. Und hier unsere gute Deike, die Fleißige, hat jetzt auch die Küche in Auftrag genommen und wird jetzt hier errichten. Aber während sie das tut, werde ich mich schon mal bei euch verabschieden. Sage ja, vielen Dank fürs Zusehen und freue mich natürlich wie immer auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder, wenn die Küche hier steht. Ne? In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.